Habe ich das gerade so kaputt gekriegt? Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich versuche mich heute mal an einer eingleisigen Bahn. Da gab es so ein paar Nachfragen in den Kommentaren, die ich, wenn ich dran denke, hier jetzt einblende. Und wir schauen mal, ob wir das irgendwie hinbekommen, dir zu helfen. So, dafür brauche ich erstmal, also grundsätzlich, das wäre hier ja schon so ein eingleisiges Ding. Na, wir haben da hier einmal einen Kreis, aber ich glaube, das gefällt mir nicht. Ich würde als erstes mal eine Plattform machen. Wo packen wir die denn am besten hin? Da hinten ist gut. Das heißt, ich bastel jetzt kurz ein bisschen. Und dann schauen wir weiter. Ich habe hier mal einen Bahnhof hingebaut und eine Strecke, die ist zwar sehr kurz, aber fürs Prinzip sollte es reichen. Hoffe ich. Es geht ja darum, wie setze ich jetzt Signale. Da haben wir hier das Problem. Wir brauchen auf jeden Fall hier an den Bahnhöfen ein Blocksignal. Er darf da nicht einfahren, wenn da noch einer drin steht. Sonst knallt es da. Ist logisch. Machen wir hier auch. Hier sieht das übrigens ein bisschen komisch aus, weil ich wollte die auch von da hinten irgendwie kriegen. Er hat ja jetzt hier schon direkt ein Problem. Den machen wir mal eben wieder in Ordnung. Das wäre hier vor. Und du gehst da raus und du bist da. So, dann dürfte das schon mal alles in Ordnung sein. Was hat er? Führt in sich selbst. Ja. Dann nehmen wir das doch schon mal weg. Dann hat er auch wieder eine Störung. Und packen hier einen neuen Pfad hin. Weil hier ist ja auch ein Pfad. Das passt. So hangeln wir uns quasi hier Stück für Stück vor. So, wir haben hier das Problem, da ist ein Pfad, der irgendwie genutzt werden soll. So. Und widersprüchliche Eingangssignale. Das ist nämlich immer ein Riesenproblem bei den Dingern. An der Stelle können wir ein Blocksignal setzen. Hier hinten. Das sieht wild aus. Und wir sollten hier wieder ein Fahrtsignal setzen. So. Jetzt müssten die eigentlich alle ganz gut aussehen. Lassen jetzt mal den Kollegen hier einfach nur im Kreis fahren. Er kriegt jetzt einen Fahrplan. Und zwar Fahrplan bearbeiten. Dort. Änderung speichern. Autopilot anschalten. Aussteigen. Viel Spaß. So. Der sollte jetzt da hinfahren. Hier hinten sollte alles top sein. Das sieht gut aus. So. Der fährt ein. Und wir brauchen dann dementsprechend hier nochmal einen Pfad. Ganz hoffentlich jetzt nicht, also es gut macht. Warte auf Fahrtreservierung. Okay. Er will nicht los. Das noch nicht mal eben da drüber. Autopilot. Okay, kein Autopilot. Schieben wir dich einmal darauf. Jetzt müsstest du das ja hinkriegen, ne? Du fährst durch. Warum auch immer du durchfährst.
So, wie sieht es denn aus? Also, er macht seine Runde hier, fährt da lang, weiß auch, was er das soll, fährt da lang, fährt dort ein, macht sein Abladen, oder B-Laden, im Moment ist ja egal, kommt ja gar nichts. Und dann warten wir darauf, dass er weiterfährt. Ja, komm. Stückchen schaffst du noch. So, doch sagen, du kriegst das doch hin mit dem Reservieren. Und schon haben wir ihn hier so weit, dass er den Spaß hin. So weit, so einfach. Jetzt schnappen wir uns nochmal eine Lokomotive hier rein. Da kommt nochmal zwei Güterwagen hinter. Genau. Da gehen wir rein. Du bekommst Fahrplan. Der sieht exakt so aus. Änderung speichern. Autopilot anschalten. Und aussteigen. Du steigst jetzt hier aus. Dann gucken wir mal jetzt. So. Jetzt stehen die beiden da, gucken sich blöd an. Ich hoffe, dass du jetzt ein Fahrt reserviert kriegst. So. Er reserviert sich den Fahrt, fährt darüber. Und er hier, ja, der wartet so lange, bis da wieder frei ist. Sobald der da reingetrudelt ist, kriegt er grün und fährt los. Das ist eigentlich das große Geheimnis an sowas Einschienigen. Hier auf diesem Stück, egal wie lang es ist, darf halt kein Signal sein. Weil wenn ich ihm jetzt ein Signal hier hingebe, Blocksignal, das den Spaß macht und ihm gebe ich einen, was dahin macht. Dann sagt er natürlich, ich kann da reinfahren. Aber die beiden hier, die ärgern sich und dann bleibt er stehen. Und damit gibt es dann die Probleme. Deswegen nehmen wir den hier mal weg. Wir nehmen den da weg. Und der Kollege fährt weiter. Stellt sich dort jetzt gleich an. Das könnte jetzt natürlich noch ein Ding sein, weil... Ja doch, das passt. Er ist da aus dem Weg. Dann weiterfahren. Sobald er da hinten drin ist, fährt der dort erst weiter. Theoretisch. Oder erst, wenn er da raus ist? Wie sieht dieser Fahrt? Oder hast du gerade einen Pfad? Ja, hier ist kein Pfad blockiert. Habe ich es jetzt gerade so kaputt gekriegt? Er fährt da raus. Warte auf Pfadreservierung. Du wartest ein bisschen länger, Kollege. Ich glaube, ich habe es gerade kaputt gemacht. Okay. Machen wir nochmal. Ausschalten. Ein Stückchen vorfahren. Okay. Jetzt habe ich es ganz kaputt gemacht. Einmal rückwärts bitte. Okay. Upp. Weiter raus. Jetzt fährt er da rein, er hat da wieder freigegeben. Dann gucken wir uns jetzt nochmal an. Dann haben wir wieder die gleiche Situation, er muss hier warten und er fährt da vorne gleich wieder raus. Ja, muss hier nicht warten. Du musst da warten. Im Zweifel muss ich dieses Stückchen da rausnehmen, passt das vielleicht besser. Was ich euch nicht empfehlen würde, wäre ein, ja, so eine Anlage, wo
der Zug vor und zurück fährt. Also wirklich vorwärts reinfahren und dann rückwärts wieder raus und diese Nummer. Da weiß ich echt nicht, wie man es super mit den Signalen hinkriegt. Und da wird das wahrscheinlich... Das geht mit einem Zug, aber mit Zweien oder Vieren oder was auch immer ist das allein schon dadurch unmöglich, dass die Bahnhöfe immer blockiert sind. Also man muss immer irgendwie ein Ausweichding haben. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, ein Zweischienensystem zu nehmen. Einen hin, einen zurück. Ist erstmal vom Materialaufwand natürlich deutlich höher. Keine Frage. Aber am Ende ist es wirklich, ja, wirklich einfacher. Weil ich meine, ne, also so ein Kreisverkehr, den kann man natürlich auch wunderbar hier machen. Also der unterscheidet sich auch quasi nicht. Nur, dass man eben halt von einem abgeht und auf den anderen, auf das gleiche wieder drauf guckt. Das funktioniert auch. Das hier funktioniert auch wieder gut. So. Genauso eine Kreuzung. Die ist halt ja, ein bisschen einfacher als die, wenn ich es so mache. Aber tut euch den Gefallen. Nutzt zweispurig. Ja. So anfangen, kurzfristig und dann so schnell wie möglich auf ein solches System umbauen. So, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantworten konnte. Lieber User, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber ich kurz nachschlage. Einen Moment. David. Genau. Lieber David N63. Ja, kriege ich hin. David N9360. Mein Gott, lesen ist schwer. Ich hoffe, dir konnte bisschen hier etwas helfen. Wie gesagt, bei Kreuzungen wird es halt ganz schlimm. Wenn die dann auch noch abzweigen sollen, tu dir da den Gefallen. Und bauen eine zweite Schiene daneben. Oder da drüber, da drunter, wie auch immer. Wenn es Platzprobleme gibt, ja, dann da wird es natürlich schwierig. Dann solltest du gucken, dass du, wie im Video beschrieben, in dem anderen. Was hatten wir da vorne? Warum bin ich eigentlich so langsam, wenn ich fliege? Das haben wir ja da gemacht. Diese Engstellen-Thematik. Wenn wir da irgendwie durch eine Höhle kommen, dann bietet sich das an. Das Prinzip habe ich hier ja mal erklärt. Und da drüben, das ist halt einfach die gucken, dass du wirklich auf dem Stück nichts dazwischen hast an Signalen, weil, hast du ja selber rausgefunden, die Züge stehen sich gegenüber. Auch wenn das heute nur ein kurzes Video ist, ich habe neues Internet. Das funktioniert aber noch nicht so und deswegen bin ich ein bisschen kurz ab. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann seid doch so nett. Lasst ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig und einen Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Gerne auch ein. Hey Junge, da hättest du ja auch sparen können. Nehme ich auch. Hauptsache Kommentar, ist gut für den Algorithmus. Und damit, macht es gut, bis zum nächsten Mal, wenn es dann hoffentlich wieder was Vernünftiges gibt. Tschüss.